Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und es ist ein bisschen her, das letzte Video zur CAT DL-Fraupe. Aber ich war trotzdem fleißig, habe da weitergebaut. Bin nur nicht dazu gekommen, jetzt jeden Schritt einzeln in einem Video zu verpacken, denn das kostet auch nochmal Zeit. Ich zeige euch gleich, wie weit wir sind. Ich habe mal ganz kurz meine To-Do-Liste mitgebracht, die ich mir hier gestellt hatte. Das heißt, ich habe gesagt, okay, einen starken Antrieb, das hatten wir schon, das Ding ist mördermäßig. Kettenspanner, Schmutzabweiser, Schild schwenken, Schild kippen, schwer muss es sein und der Heckaufreißer soll natürlich auch funktionieren. Das waren so mal grob die Voraussetzungen, die ich mir am Anfang gesteckt hatte. Und dass der Motor bzw. die zwei Motoren hier richtig stark sind, das hatten wir ja in einem der Videos schon. Und die Kettenspanner haben wir auch schon gesehen. Und den Rest, den ich jetzt gemacht habe, den schauen wir uns gleich an. Und ich würde sagen, dann holen wir sie einfach mal hier. Wunderbar. Ich wollte das Quietschen entfernen, aber ich finde das gerade schön. Das ist übrigens einer der Schmutzabweiser, der recht eng auf einem der Leiträder sitzt und deswegen momentan noch quietscht, wird sich aber auch einlaufen. Wir schalten gerade mal die Waage an, weil dann kann ich sie wegräumen. Das heißt, wir setzen das ganze Gerät hier mal drauf und es ist schon etwas schwerer geworden. 6,15 Kilo haben wir jetzt aktuell und das ist natürlich schon mal eine Nummer, wo ich sagen muss, in die Richtung wollte ich. Ich habe mir ursprünglich mal so grobe 10 Kilo in den Kopf gesetzt, aber ich muss sagen, die 6 Kilo sind absolut super. Ist auch schon richtig Blei drin und ich zeige euch einfach mal, was sich so getan hat in der Zwischenzeit. Ich drehe es gerade einmal rum und stelle mal auf. Hier unten ist Blei hineingewandert, das heißt die untere Reihe ist mit Blei ausgekleidet, ist nicht geklebt oder irgendwas, sondern wirklich nur reingesteckt in dem Fall. Das heißt, wenn hier irgendwie was nicht passen würde oder sollte oder man möchte es doch anders haben, kann man die einfach rausnehmen. Genau, das heißt, jetzt, ich habe sie noch nicht getestet, ich bin zwar schon ein bisschen rumgefahren, aber noch nicht im Dauereinsatz, deswegen man muss einfach schauen, denn das Gewicht ist hier so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, je schwerer sie ist, desto mehr Bodendruck kriegt sie. Deswegen kann ich auch natürlich mehr Material wegschieben, ohne dass sie durchrutscht. Und ich habe keine Aluketten oder so drauf, sondern wirklich die ganz normalen Standardketten von Bruder sind hier nach wie vor mit drauf. Und da hat sich also nichts geändert. Das heißt, je schwerer sie ist, desto mehr Bodendruck hat sie natürlich, um etwas zu bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt natürlich dann etwas bergauf schieben möchte, braucht sie natürlich auch mehr Kraft. Denn je schwerer sie ist, desto mehr Kraft vergeht schon nur für das, dass sie sich bewegt. Genau. So steht es jetzt momentan da. Fahren ist absolut kein Problem. Wir haben sie auch schon fahren gesehen. Die Kettenspanner funktionieren nach wie vor. Ich habe auf beiden Seiten, oben wie unten, Schmutzabweiser installiert. Das heißt, wenn jetzt die Kette dreckig ist, baut sich hier nichts auf den Rädern auf. Es kommen auch keine Steine oder Ähnliches dazwischen rein. Das wird alles abgewetzt im Endeffekt. Ja? So, das war mir wichtig, weil das Material baut sich wirklich mit der Zeit auf. Und die Kettenfahrzeuge, ich habe ja auch schon mal diesen Kettendumper gebaut, die haben alle das Problem, das baut sich auf, die Kette kriegt immer mehr Spannung und irgendwann reißt entweder die Kette oder die Kraft geht verloren und es bewegt sich nichts mehr. Und das ist einfach immer ein Problem. Das ist so mal die Geschwindigkeit im Übrigen. Muss ich sagen, absolut, genauso wie ich das haben möchte. Dann kommen wir zum Schild. Schild heben, senken. Geht also auch super fein. Und jetzt kommen wir genau zu diesem Punkt, dass ich das natürlich nach links und rechts auch schwenken kann. Es ist momentan noch der Standardstabilisator hier hinten verbaut, vom Schild, also diese Querstange, die wird noch ausgetauscht, denn die springt immer wieder mal raus, denn ich habe hier mehr Weg, als das Modell an sich eigentlich hätte, denn ihr seht, ich kann hier richtig eine Schrägstellung ausgleichen. Und hier geht es nicht darum, dass ich eine schräge Straße mache, ist klar, oder? Sondern es geht darum, dass die Walze schräg steht und ich eine gerade Straße machen möchte. Und dann das Schild dementsprechend bewegen muss.
Ja? Das heißt, wenn die Walze nicht gerade steht, die Raupe nicht gerade steht, dann will ich natürlich trotzdem eine gerade Straße machen. Denn wenn die einmal anfängt, schief zu stehen und ich würde jetzt das Schild gerade haben, dann würde ja auch die Straße immer schief werden. Und das will ich natürlich vermeiden. Ja? Das heißt, ich kann hier das Schild gerade ziehen und sobald die Raupe dann nachkommt und auch dann auf gerader Straße steht, muss ich das ausgleichen können. Ja? So. Genau, das kann sie also, wie gesagt, heben, senken, gar kein Thema. Sie hat auch genug Kraft, um sich vom Boden wegzudrücken. Ihr seht, jetzt hat es diesen Hebel hier zur Seite gedrückt, weil der eben dafür nicht ausgelegt ist. Ich nehme mal kurz raus, wenn ich ihn rauskriege. So, diesen hier. Denn der Weg reicht hier noch nicht aus, beziehungsweise hier sind nur solche Befestigungsclips und die halten das nicht, ist ja nichts geschraubt. Ja. So. Also ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Kommen wir zum nächsten, dass das Schild kippbar ist nach vorne. Meine D8 hat das nicht, die braucht das aber auch nicht, denn ich habe hier ein planes Schild. Das heißt, ich habe ohne, dass irgendwo was vor meinem Schild sich aufbauen könnte. Hier ist es so, dass ich natürlich, wenn ich jetzt komme und schiebe, dann habe ich hier irgendwann mal so eine Wulst. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel über irgendeine Kante drüber leeren will, dann muss ich das Schild auch kippen lassen. Und das ist möglich. Das heißt auch, wenn ich schräg stehen würde, alles kein Problem. Ja? Das heißt, ich kann wirklich nach vorne schieben, kann sagen, so, hier das Schild einmal kippen, wieder zurück, gut. Mehr muss es nicht können. Zylinder selber gebaut. Hier und hier. Was hat sich noch getan? Heben, das Schild. Blei, die Elektrik, habt ihr gesehen, habe ich mal natürlich jetzt mal schöner verpackt. Ein Ein- und Ausschalter ist schon dazu gekommen. Und dann kommen wir hier zum Heckaufreißer. Der sollte natürlich auch funktionieren. Und der lässt sich auch einfach steuern. Er kann sich leicht wegdrücken. Ist allerdings nicht so, dass ich das Ding jetzt hier bis zur Unendlichkeit quälen möchte. Deswegen stellen wir den gerade mal irgendwo drauf. So. So, das ist ungefähr die Tiefe. Also wir sind hier fast am Boden angelangt. Der hat einen Endabschalter drin, weil ich hier mit dem Zylinder wirklich auf die letzte Rille des Gewindes fahre. Und wenn hier noch ein bisschen weiter raus, dann spinnt er immer beim Reinfahren. Ja, deswegen. Funktioniert also auch einwandfrei und hier ist es so, ich fahre ja normalerweise nicht runter und hoffe dann, dass der sich irgendwo eingräbt, sondern ich setze den ja runter und fahre leicht nach vorne, damit er sich wirklich hier reinarbeiten kann in das Material, denn anders würde das auch nicht funktionieren. Das funktioniert auch in echt nicht so, dass ich sage, ich stelle die Walze hin und der macht mit der Plattenseite einfach ein Loch rein, sondern das muss ich natürlich auch ins Material irgendwo reinarbeiten. Genau. Jetzt kommen so die Funktionstests. Das ist jetzt das nächste, was kommt. So, sitzt drauf. Und die ganze Kabinenelektronik, die Lichter müssen noch rein, aber die Mechanik und die Technik, die fernsteuerbar ist, die sitzt auf jeden Fall schon mal. Und deswegen kann das Ganze jetzt auch mal so ins Gelände. Und kann auch mal ein bisschen auf der Baustelle sich schon mal beweisen. Aus Erfahrung weiß ich, dass hier und da natürlich immer noch mal ein paar Arbeiten nötig sind. So wie eben jetzt diese Stäbe, die hier vorne drin ist oder war, die noch gemacht werden muss. Und ich bin auch sicher, hier und da noch so Kleinigkeiten. Aber prinzipiell muss ich sagen, alles läuft. Und wenn ich mir noch mal das anschaue, was ich mir vorgenommen hatte, kann ich sagen, starker Antrieb, Kettenspanner, Schmutzabweiser, Schild schwenken, Schild kippen, schwer ist sie mit 6 Kilo und der Heckaufreißer funktioniert auch.
Also, von dem her muss ich sagen, absolut zufrieden. Jetzt beginnen die Tests und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sie dann die Kabine bekommt und was jetzt bei den Fahrtests natürlich auch rauskommt. Ja? Ich freue mich, wenn ihr wieder mit einschaltet, abonniert meinen Kanal und wenn ihr unten die Glocke andrückt, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das nächste Video online geht. Ich freue mich!